Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Weiter geht's in dem auf dieser von Wahnsinn verseuchten Insel Blackwater Island. Ich habe jetzt gerade eine neue Maus, die ich ausprobiere, eine vertikale Maus, um das Handgelenk zu schonen, weil ich durch den Sport immer noch so ein bisschen gehandicapt bin. Demnächst durch den Besuch beim Orthopäden wird es besser. Und deswegen hoffe ich, dass das so alles jetzt so ein bisschen ordentlich läuft, trotz dass das jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist mit der neuen Maus. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, man merkt das auch einfach nicht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ein bisschen, was hier so abgeht an diesem verlassenen Anwesen. Hier scheint auch schon direkt was zu sein. Was ist da vorne? Ist hier auch was? Das ist nichts. Oh, hier ist noch der Leuchtturm. Sieht ziemlich cool aus, wie die das dann noch mit dem Licht gemacht haben, dass dann dieser Lichtkegel vom Leuchtturm auch tatsächlich noch da durchgeht. Hätte eigentlich gedacht, der wäre vielleicht starr oder so. Was haben wir denn hier? Eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Diese Art Spielzeug machen Seeleute für ihre Kinder. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Kann man das auch nach oben hin drehen? Oder nur, ja, ich glaube, es geht nur so. Okay. Den Hinweis haben wir uns jetzt gemerkt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich dabei um das Spielzeug vom Sohn handelt. Weil ich gar nicht weiß, wie alt er mittlerweile war. Ich glaube, das war ab einem bestimmten Alter, wenn man noch gar keine Spielzeugwahlfiguren mehr, oder? Aber kann ja auch sein, dass er noch etwas jünger war. Ich glaube, hier kommt man gar nicht weiter, oder? Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Ja, sieht doch so aus. Sieht ziemlich ungemütlich aus, Leute. Da ist das Tor, durch welches wir gekommen sind. Eieieiei. Okay. Ich habe das Gefühl, ab und zu, wenn ich aufnehme, hört man die Tasten von meiner mechanischen Tastatur. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Das muss ich auch mal demnächst mal versuchen zu ändern. So. Hilltop House. Was steht da? Built in 1600, glaube ich, oder? 1693, irgendwie so. Bei Reverend John Wickwood. Okay. Ich weiß nicht, warum da jetzt ein Engel drauf steht, aber wir ermitteln. Bradley was right. This place is much older than I imagined. But the architecture seems too recent. Ich bin gerade am überlegen, wie spricht man das nochmal aus? Man kann ja sagen 1693 oder 1693, ne? Irgendwie so. Kann man das auch lesen hier? I laid me down and slept, I awaked, for the Lord sustained me. Psalm. Okay, das scheint was aus der Bibel zu sein. Da steht das Gleiche. Da steht auch das Gleiche. Okay, alles klar. Da scheint es dann weiterzugehen zum Haus als solches. Oh, wow. So, das ist Bradley. Oh, ich dachte schon, ey. Der steht da einfach. Können wir die mitnehmen? Dürfen wir nicht. Was fliegt denn da auch schon wieder rum? Junge, Junge, Junge. Können wir mit Bradley reden? Können wir nicht. Der sieht doch. Er schaut aber auch immer so finster rein, ey. Oh, 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 oh. Gräber. Ich glaube, ja. Sarah Hawkins. 1892 bis 1924. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Okay, da scheint jemand trotzdem ab und zu noch Blumen vorbeizubringen. Kaputte Vasen, was soll das? Charles Hawkins, 1883 bis 1924. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Ja, mehr oder weniger. Das ist eine merkwürdige Ruhestätte. Ich habe genug gesehen. Eigentlich würde ich gerne noch das andere Grab sehen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Ja. Scheinbar. Können wir nochmal. Nee, können wir nicht. Ich will jetzt noch nicht genug sehen, aber egal, wir machen es dann. Let's go to the mansion.
Aber wir müssen auch noch Please gar nicht give weiter. Me a minute. Ja. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Die haben auf jeden Fall eine Menge Pech gehabt. Wobei ich das Gefühl habe, da steckt wirklich eventuell sogar Charles dahinter. Ich weiß nicht, der wird dauernd als Monster dargestellt in ihren Bildern. Das ist wahrscheinlich der Sohn, John Hawkins, 1913 bis 1924. Das soll ja 11 Jahre gewesen sein, ne? Ungefähr. Okay. Ansonsten, Bro, can we talk to you again? Können wir nicht. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Also die Stimmung haben die auf jeden Fall gut hinbekommen hier. Auch mit dem Mondlicht, falls da hinten der Mond sein soll. Wahrscheinlich dagegen laufen. Gut. Spiel gespeichert. Naja. Oh, das ist ein Rabe da oben, okay. Alles klar. Gehen wir mal hier hoch, schauen wir mal, was hier so abgeht. I'll have to find another entrance. Okay, der Eingang hier ist zu. Ja, das müsste echt der Mond sein da hinten. Der ist einfach nur von Wolken bedeckt. Boah, wie krass sich das auch anhört, wenn er über diese Treppenstufen geht aus Holz. Ich habe sowieso das Gefühl, alles, was so mit Soundkulisse zu tun hat, wird in den Spielen auch immer besser. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Da war nichts. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da ist eine Tür. This entrance is still in use. Jetzt, du hast jetzt wieder einen Eingang. Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you. Have it out on Darkwater. Oh, wir haben nicht viel Zeit. Nach seiner Axt greifen, ich arbeite für Steven Webster. Sie behindern die Polizei bei der Ermittlung, entweihen sie diesen Ort nicht. Wir nehmen unten. Das. Nee, geht nicht. Sarah Hawkins' Vater sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. Haben wir doch gerade gesagt. No baloney. The police report describes a domestic accident. But Steven Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Wollen Sie mich loswerden? Ermittlung Profi. Wir sind ja eigentlich noch kein Profi, aber wir versuchen es trotzdem mal, würde ich sagen. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right.
Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Okay. Der scheint dann doch einsichtig gewesen zu sein. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Junge, Junge, das hätte scheiße enden können. Waren wir da unten bei dem Haus schon? Bei dem Haus waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Können wir da nochmal hin? Obwohl, vielleicht kommen wir von hier aus dahin. Ich glaube sogar wirklich, eventuell, wenn da nicht der umgestürzte Baum war. Wir gehen mal ganz kurz gucken, ja. Mich würde mal interessieren, ob man da vielleicht noch irgendwas findet. Hier ist auch noch ein Tor. This gate is locked. Okay. This gate is locked. Alles klar. Dann versuchen wir hier unten mal unser Glück. Gibt's hier eine Höhle oder was? Ah ne, ich dachte schon. Okay. Sehr zwielichtig hier alles. Sehr zwielichtig. Oh, hier ist noch eine Axt. Die könnten wir eigentlich zur Sicherheit mal mitnehmen, ne? Aber er will nicht. Er will einfach nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal den Stuhl. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Ach so, er wohnt hier. Okay. Man kann so ein bisschen versuchen, da reinzugucken. I know a thing or two about solitude myself. Whisky, alles klar. Was haben wir hier? Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. So, der hängt so einen Haken drin. Junge, Junge. Da geht's dann nicht rein. Von hinten kann man eventuell ins Haus. Was haben wir hier? Bourbon. Empty, of course. Hohoho, 5 Flaschen oder was? 2 rechts, 3 links. Alter, Alter. Immer dieser kurze Schluck auf, ey. Ja. Kann man hier noch irgendwas... Warte mal. Hello, hello. Aber was bringt uns das jetzt? Man kann das Fenster ja nicht aufmachen, oder? Man kann nur reinlinsen. Ich kann hier nichts drücken, Freunde. Okay. Hat ja sehr viel gebracht. Aber man sieht da drin auch nichts, außer die Lampen. Das ist ja... Ist ja blöd. Ich hab gehofft, man könnte da jetzt irgendwas machen. Einfach nur ein Fenster. Hier ist auch nichts. Springen können wir auch nicht. Ich drück die ganze Zeit Leertaste, weil ich denke immer, man kann springen, aber man kann überhaupt nicht springen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Hier? Nee. Da unten? Auch nicht. Okay. Gut, dann wollen wir unser Glück auch nicht länger herausfordern hier. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Villa rein. Für die gruselige Musik auch wieder. Wo ist denn der Kollege? Der ist nicht mehr hier. Okay, ach, da vorne steht der Polizist. Piers, shall we enter? Ja, würde ich sagen, ne? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Na dann. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Kapitel 3, Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruhte auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern immer noch treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa, der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Sieht auch schon wieder richtig komisch aus da drin. Und wenn ich schon wieder den... Ich kann jetzt hier die Maus nicht bewegen, aber rechts im Bild könnt ihr so, glaube ich, so einen Schatten an der Wand sehen, unten. Seht ihr das? Da meine ich. Da, das gefällt mir schon gar nicht. Überhaupt nicht. Follow me. I know the place. Uiuiuiui. Who left this light on? Ja, wahrscheinlich Silas, ne? Vor allem die ganzen Kerzen hier. Uiuiui.
Das scheint die Tür zu sein. Wir haben einen neuen Charakterpunkt bekommen. Ich würde sagen, wir hauen den direkt bei Redegewandtheit rein. Oh, wir haben zwei. Wieso haben wir denn zwei jetzt? Okay. Okay, wir sind jetzt bei Redegewandtheit der Profi. Das heißt, da brauchen wir jetzt 6. Hier brauchen wir 6. Das wollten wir nicht mehr machen. Die müssen wir suchen. Dann haben wir noch Psychologie und Entdeckung. Wobei ich gerne Psychologie machen würde. Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstands zu verstehen. Ja. Ach komm, wir machen das hier mal rein. Wir bestätigen mal. Wir hatten ja gesagt, wir wollen mal Psychologie weitermachen. Ermittlungen können wir danach auch mal weitermachen, wenn wir Psychologie fertig haben. Ermittlungen sind wir ja schon relativ gut. Überdurchschnittlich, würde ich sagen. Hallo, Ratte. Immer ruhig, ja? Bitte. Immer ruhig. Ein Bild von Charles Hawkins. Und wahrscheinlich wieder mit der Signatur von Sarah. Okay, Moment mal, ich will jetzt mal hier. So. Es kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit so blind rumlaufen. Jetzt gewittert's auch noch. Eieiei. Was ist denn hier passiert? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Das letzte Abendmahl. Eieiei. Halten zur Rekonstruktion. Wieder ein Gemälde mit Sarah und dem Sohn. Das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Ui, auf der Seite müssen wir anfangen, oder was? Hallo, Stuhl. Der ist wahrscheinlich schon längst verschimmelt. What kind of meat is this? Ja, stimmt, das Fleisch sieht auch ziemlich merkwürdig aus, jetzt wo er es sagt, ne? Da sind so komische Dinger dran. Ist das ein Tintenfisch, oder was? Warte mal. Da sind so Tentakeln dran oder so, ne? Das ist doch so ein Auge. Bäh, Alter. The fuck? Gegessen haben sie es scheinbar nicht. This place is for the head of the family. Charles Hawkins. Das habe ich ja nie verstanden, ne? Warum hat man so einen langen Tisch, wo der eine da sitzt, der andere da, einer in der Mitte? Da muss man ja über den ganzen Tisch brüllen, wenn man sich unterhalten will. Leute, ey. Hier nicht noch mehr? Hallo? Die Brandstätte finden. Hier muss es doch noch mehr. Ah. Hallo. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ja, bei dem Fleisch würde ich das wahrscheinlich nicht anders machen. Krass. Und dann sitzt hier wahrscheinlich Sarah Hawkins. Sarah Hawkins played. Why did she leave it untouched? No, it's halt nicht so. Something happened at this table. An argument? Rekonstruktion zum Beenden. Das heißt wahrscheinlich, dass es hier nichts mehr zu entdecken gibt. Dann würde ich sagen. Hey, Pierce. Daydreaming again. Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Junge, 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 Junge. Da ist noch eine Ratte am Hängen. Wie kann das eigentlich noch nicht verwest sein, solange wie die tot sind mittlerweile? Ach, guck mal, hier ist ein Nussknacker. Hallo. Okay, dann gehen wir mal mit dem. Boah, diese Geräuschkulisse. Das ist nicht normal, ne? Die Briefe können wir uns nicht ansehen. Okay. Da muss das Feuer gewesen sein. Let's see if I can find something the cops missed. Wir haben schon wieder einen CP bekommen. Bevor wir investigieren, kann man das so sagen? Investigieren? Weiß ich gar nicht. Würde ich gerne dann noch den nächsten Punkt bei Psychologie reinschmeißen. Dann bestätigen wir das Ganze auch nochmal.
Jetzt brauchen wir nur noch zwei, sehr schön. Boah, das sieht auch schon wieder richtig abgefuckt aus. Alter, Alter. Na dann, let's go. So. Wir können hier scheinbar auch Dinge finden, aber ich kann hier jetzt das Feuer nicht anmachen. Okay, was haben wir hier? The child's corpse left a trace. Where are the others? Mhm. Oh, was haben wir hier? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Whisky unter dem Stuhl. Ah, hier sitzt er auch. Scheinbar war er das, ne? Hier hinter noch was? Sieht aus, als wäre da was, aber man kann es nicht ansehen. Did it stop at the time of the fire? Kaputte Uhr, und das passierte wahrscheinlich so gegen 10, wenn ich das richtig sehe. Da unten war noch was. Hatten wir die Lampe? Die hatten wir noch nicht, ne? Aber ich würde gern... Lass mal hier schauen. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Die Hinweise haben wir alle entdeckt. Sarah Hawkins lag auf dem Tisch. Warum das denn? They had a fight. Why? Oh. Ja, ja, also ich sag mal so, je nachdem, wann sie angefangen hat, diese Bilder zu zeichnen, könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass den Charles Hawkins das ziemlich verstört hat. Ich meine, wenn euch so eine Frau malen würde, das wäre schon heftig, oder? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Das ist eine gute Frage. Also hier war das Bild drin, was wir gefunden haben, und es ist nicht verbrannt, sondern sogar noch entwendet worden. Hm. Ich hätte jetzt schon hier hinter geguckt, aber wir haben ja im Prinzip alles. Also alle Gegenstände zumindest haben wir jetzt entdeckt. Ich bin nur gerade am Überlegen, gibt es sonst noch was, was man entdecken kann, oder haben wir jetzt hier alles? Painting haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sarah Hawkins liegt auf dem Tisch. Wir können noch nicht wieder zurück aus diesem Traum. Warum? Die Flasche haben wir doch auch. Ach so, ah. Did someone escape the fire? Das müsste Charles sein, ne? Rekonstruktion beenden. Na dann. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Wie der da schon rumläuft. And the boy. So, Detective. What do you make of it? Tja. Also schien es tatsächlich einen Unfall gegeben zu haben, beziehungsweise nicht Unfall, sondern diesen Kampf. Ermittlung versagt? Naja, ist Quatsch, wenn wir das jetzt sagen. Die Hinweise sind widersprüchlich, das Feuer war kein Unfall. Wir nehmen Unteres. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Das Ehepaar hatte einen Streit, Brandstiftung, es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. The fuck, natürlich ein Streit. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Schon wieder ein Charakterpunkt. Let's go, Freunde. Wir kriegen hier gerade richtig viele. Psychologie auf 35% schon. Nice. Okay. Kommen Sie, ich mache die Tür wieder zu. Don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Wie? Da können wir nicht drüber springen? Das ist so ein Witz, oder? Hm, naja gut. Die wollen halt einfach nicht, dass wir da lang gehen. Alles klar.
Der Kollege geht jetzt da lang. Dann gehen wir mal hier lang. This door is locked. Okay, boah, Leute. Alter, Alter. Sieht nicht feierlich aus hier. Eine Ratte. Hm, ja. Okay. Was haben wir hier? Ah, Medizinkunde. Die Sammlung medizinischen Wissens und gesundheitlicher Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten, werden nicht behandelt. Okay, Medizinkunde haben wir jetzt schon einen Fortschritt. Hey, was ist denn mit dir? Mal das Feuer wieder raus. Ups. So nach einer halben Stunde fängt er auf einmal an, seinen Fingern zu brennen oder was? Wir müssen echt ein Auge aufhalten wegen diesen Medizin- und Okkultistenbücher. Die brauchen wir. Was haben wir hier? These bandages are covered in dried blood. But whose? Gute Frage. Hier haben wir nichts. Oh, jetzt können wir hier wieder was suchen. Okay. The lyrics of the drunken sailor, the sea shanty. Oh ja, das kennt man doch. What shall we do with the drunken sailor? This door is blocked from the outside. Okay, die Tür ist blockiert, alles klar. Dahinter ist nichts. Ich frage mich, für welchen Bereich dieses Investigationszeichen jetzt gilt. Nur für hier oder auch für dort drüben? Da hoch kann man ja scheinbar nicht. Okay, aber vielleicht ist hier noch was. Auch nicht, okay. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von da oder von hier? Ich glaube von hier, ne? Ja, von hier sind wir gekommen, okay. Welch Labyrinth? Was haben wir denn hier? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Oh, Mary Shelley, da gab's doch jetzt auch so einen Film, der jetzt rausgekommen ist im Kino, ne? Mary Shelley. Da war ich in der Sneak Preview, wo immer diese Zufallsfilme kommen. Der war ziemlich komisch, der Film, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber andererseits auch interessant. The lyrics of the drunken sailor. Das hatten wir ja schon. Sea shanty. Aber wo finden wir diesen versteckten Hinweis? Den will ich haben. Ach, wie der mal meckert mit seinem Feuer hier. Hier vielleicht irgendwo? Ecke? Nee. Hier muss doch irgendwas sein. Kann doch nicht sein, Leute. Ach, da haben wir's doch. Ein Brecheisen aus der Villa der Hawkins. Es gehört wahrscheinlich dem Verwalter Silas. A crowbar. Nice. Could prove useful. Ja, für die Tür wahrscheinlich aber nicht. This door is blocked from the outside. Okay. Na gut. Wo? Ich bin jetzt wieder am Grübeln. Von da sind wir gekommen, genau. Das heißt, hier müssten wir weiter. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause und gehen dann zu Bradley rüber in der nächsten Folge und versuchen mal herauszufinden, was hier noch alles zu entdecken ist und was hier passiert ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Bleibt gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.